Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem Einblick in den Multiplayer-Modus von Call of Duty Infinite Warfare. Mein Name ist Peter Smits und die Beta von Call of Duty Infinite Warfare ist aktuell im Gange, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, für PlayStation 4-Besitzer, die Call of Duty vorbestellt haben. Ja, also die Beta ist am 14. Oktober gestartet, geht bis irgendwie, also es gibt dieses Wochenende. Dann nächstes Wochenende nochmal. Nächstes Wochenende dürfen auch Vorbesteller auf der Xbox One einsteigen. PC-Spieler bekommen gar keine Beta. So, das heißt, ich spiele heute mit einem Controller. Das bedeutet wiederum, wie ihr wisst, ein Fail nach dem nächsten. So, es gibt auch nur den Multiplayer-Modus in der Beta. Und auch da nur 3 Karten und 4 Modi oder so. Also auf jeden Fall ein beschränkter Multiplayer-Modus. Beta ist halt immer so eine Aussage, ne? Das Spiel kommt am 4. November raus. Gut. Was man hier machen kann, ist eine ganze Menge, bevor man überhaupt ins Spiel reingeht, ja? Also als allererstes hat man hier so 4 unterschiedliche Teams, denen man sich quasi in Anführungszeichen anschließen kann, beziehungsweise für die man halt Missionen erledigt, und für die Missionen bekommt man dann jeweils Erfahrung, wie beispielsweise hier 5 Kills mit einer ballistischen Waffe, Gegner mit 3 unterschiedlichen Waffen killen und 10 Medaillen bekommen. Ja. Da gibt's, das erste war irgendwie, mach 5 Kills oder sowas. Und dann gibt's halt immer Belohnungen dafür. Klassen kann man halt immer noch machen, ne? Hier die typischen Loadouts, die gibt's auch weiterhin mit den Perks und den ganzen drumherum. Jetzt gibt's auch diese Combat Rigs, diese Kampfanzüge quasi. Da kann man sich jetzt aktuell in der Beta 3 auswählen. Die haben unterschiedliche Funktionen, sag ich jetzt mal. Wie beispielsweise der Warfighter, der hat ein Payload. Claw. Payload ist, das gab's doch schon bei Black Ops 3, das läuft einfach nach einer Zeit voll, geht, glaube ich, schneller voll, wenn du killst oder so, und das ist halt so deine Special-Fähigkeit. Und dann habt ihr halt noch so Traits, also Chips offenbar, wie man diese hier rechts sieht, die man in seinen Kampfanzug einbauen kann, ja, wodurch man dann auch unterschiedliche Fähigkeiten bekommt. Ich habe halt jetzt ein Match schon gespielt und war richtig scheiße und habe dann aktuell diesen Trade, dass ich nach jedem Kill einen kleinen Geschwindigkeitsboost bekomme mit dem Combat Rig. Also die Rigs, ich weiß noch nicht, was die an, ob die auch sich irgendwie auf die Bewegung oder so auswirken, aber auf jeden Fall sind die Payloads halt und Trades Rigs spezifisch. Ja, die normalen Loadouts, die sind, glaube ich, auch relativ bekannt. Das geht nach einem 10-Punkte-System, wie man oben sieht. Jedes Ding braucht einen Punkt, fertig ist die Kiste. Und dann gibt's Score-Streaks natürlich auch, wenn du so und so häufig jemanden gekillt hast, ohne dabei zu sterben, schaltest du halt auch diese speziellen Dinge frei. Dann gibt's den Quartermaster. Da kann man natürlich Kisten öffnen. Wie könnte es anders sein? Mit Schlüsseln. Die Schlüssel, zum jetzigen Zeitpunkt in der Beta, bekommst du die durch Spielen unter anderem. Kannst sie noch nicht kaufen. Ich gehe mal stark davon aus, dass du sie irgendwann kaufen kannst. Machen wir doch einfach mal. Machen wir hier mal so eine Rare. Weil wir haben 30 Schlüssel ungefähr. Okay. Finde ich jetzt auf Anhieb nicht so geil. Wir haben irgendwelche Köpfe bekommen. Ach stimmt, dieses Personalisieren habe ich noch gar nicht gezeigt. Und ein Pistolenskin. Moment, das muss ich nochmal ganz kurz hier zeigen. Beim Combat Rig kannst du halt auch personalisieren. Köpfe ändern. In ganz viele unterschiedliche Dinge. Das kannst du halt bei allen machen. Das ist halt relativ umfangreich, was du hier tatsächlich alles ändern kannst. Finde ich schon recht krass. Aber hier ist noch irgendwo New. Genau, hier bei der Secondary Weapon können wir jetzt auf diesen Skin wechseln. Dieser Skin hat offenbar 2 Funktionen. Unabhängig davon, dass er unsere Range erhöht um 4, hat er die Funktion Refund. Missed Bullets can return to your ammo stock. Das heißt, wenn du daneben schießt, verlierst du die Schüsse nicht. Sharpshooter increased damage range. Ah, okay, das ist dann das, was sich da unten auch widerspiegelt. Das heißt, dass die Skins hier einem durchaus offenbar auch eine bessere Waffe bescheren. Faszinierend. Das ist aber auch nicht das Einfache. Das Einzige, was du hier machen kannst beim Quartermaster, hier gibt es halt auch die Armory. Das ist unglaublich, was dieses Spiel hier alles an rumherum bietet. Und in der Armory kannst du für diese, ich weiß nicht, wie die Währung heißt, aber die sieht man auch oben rechts, wir haben 505 aktuell davon, kannst du irgendwie deine Waffen verbessern oder
quasi Skins bauen. Muss ich mir das so vorstellen? Moment, sind hier Handguns? Ja. Ach, guck mal, ja, das ist... Ah, guck mal, den Skin hätten wir uns auch bauen können. Ich verstehe. Wenn wir jetzt also quasi mit der Submachine Gun, mit der ich gerade spiele, oder gerade gespielt habe, machen wir die mal durch. So, jetzt haben wir hier die bessere Variante mit einer erhöhten Range-Geschichte. Der nächste Skin wird 540 kosten. Wie viel die dann nachher bei Epic kosten, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ist natürlich geil, dass du theoretisch direkt einen Epic-Skin ziehen kannst, indem du halt eine Kiste öffnest. Die Supply-Drops, weiß ich nicht, ob die nach Spielen auch droppen. Bisher habe ich nach Spielen immer nur Erfahrungspunkte und Schlüssel bekommen. Und halt die Sachen, die du freischaltest durch Level, wie beispielsweise die Trades der Rigs. Alter, ist das mega kompliziert einfach nur, oder was? So, Mission Team Depot. Da kann man hier irgendwie mit diesen Schlössern bezahlen. Da weiß ich aber auch noch gar nicht, was das für ein Ding ist, ehrlich gesagt. Vielleicht bekommt man die hierdurch auch, durch die Mission-Dinger. Keine Ahnung, lass mal ein Spiel zocken auf jeden Fall. Wie gesagt, wir spielen hier auf, ich spiele hier auf einer PlayStation 4 mit einem PlayStation 4 Controller. Das, was Sie, meine Damen und Herren, in den folgenden Minuten sehen werden, ist an Traurigkeit kaum zu überbieten. Ich kann einfach mit einem Controller nicht gut schießen. Oh, das scheint nicht funktioniert zu haben. Das müssen wir nochmal wiederholen. Da bin ich gerade rausgeworfen worden. Ach ja, genau. Logischerweise kann man auch noch hier, ne, das kennt ihr ja auch noch aus den anderen Teilen, seine Calling Card überarbeiten, wie man unten rechts halt sieht. Hat halt die deutsche Flagge, whatever. Ja, eigentlich ziemlich Wumpe. Ich weiß nicht, warum hier Classified auch ausgewählt ist. Ich finde es interessant, dass sie es alles... Ach, guck mal, da war was. Dass sie alles schon zeigen, rechts oben, ne? Also man sieht das halt alles schon. Nehmen wir einfach mal den, whatever. Sein Emblem kann man überarbeiten. Clan-Tag kann man einstellen, habe ich halt gemacht. PS, whatever. Und wir suchen weiterhin nach Mitspielern oder Leuten, die uns auf den Sack knallen wollen. Man kann die aktiven Missionen oben mit L1 und R1 durchschalten. 10 Medaillen bekommen, okay. Ich weiß nicht, wofür man überall Medaillen bekommt. Ich habe bei Call of Duty immer das Gefühl gehabt, dass man für jeden Scheiß Medaillen bekommt. Deswegen dürfte das nicht allzu schwierig werden. Kill enemy with 3 different weapons. Das kriegen wir vielleicht auch hin. Einfach Loadout ändern. Und earn 5 kills with a ballistic weapon. Da ist meine Noobigkeit mal wieder hier am Start, weil ich nicht 100% weiß, was die mit Ballistic Weapon meinen. Meinen die damit halt, dass es irgendwie kein Lasergeschütz ist, sondern dass da tatsächlich Kugeln aus der Waffe rauskommen? Oder was genau meinen die damit? Man weiß es nicht. Wir warten. Und da das langweilig ist, schneide ich es raus und wir sehen uns sofort in-game. Hey! Okay, es scheint funktioniert zu haben. Ich hatte Joint-Probleme. Und wir starten mit dieser Klasse. Team Deathmatch. Interessante Map. Vom Spielgefühl kann ich euch sagen, dass es mich sehr stark an Call of Duty Black Ops 3 erinnert hat. Also darauf zu warten, dass die Sachen halt unten rechts volllaufen, dann die Spezialfähigkeit einzusetzen. Man kann wieder an Wänden laufen. Man hat wieder den Boost. Aua! Nein! Aua. Man hat wieder den Boost in der Luft. Man kann halt über den Boden rutschen. Was halt auch Boost verbraucht. Oh. Von daher ist es Black Ops, glaube ich, vom Feeling her recht ähnlich. Und jetzt sehen... Hier ist irgendwer Alpadi. Nö! Dann mach ich einen Kill und dann sterbe ich direkt. Das zackt doch. Ist er tot? Oh, da ist ja noch einer. Was wir hier noch haben, ist einerseits so ein Radar, das jetzt zeigt, wo es ist. Das ist so eine Art Flashbang-Ersatz. Oh mein Gott. Und was wir auch haben, ist so ein Gerät. Ich mach gleich Boom. Oh! Ist das eigentlich eine ballistische Waffe, die ich hier habe? Motherfucker! 5 kills with a ballistic weapon.
Nope, scheint nicht zu sein, weil wir haben schon Leute gekillt. Ist das eine ballistische Waffe? Enemy UAV in your vicinity. Okay, ein Gegner UAV ist am Start. Das heißt, der wusste... das ist so ein Wichser, der sich nach unten legt. Nach unten legt, wo soll man sich sonst hinlegen, wa? Alter Vater. Ich bin hier einfach nicht so schnell, wie ich gerne wäre. Alter, wie viel hält denn der aus? Okay, wir haben uns hier gerade ein bisschen festgefahren, sage ich jetzt mal vorsichtig. Oh mein Gott. Läuft bei meinem Team. Alles klar. So läuft der also bei uns. Scheiße! Hätte ich doch fast mal zwei Leute killen können. Ich will jetzt wissen, ob das hier eine ballistische Waffe ist, ey. Das gibt's doch nicht. Außerdem muss ich ja eh die Leute mit unterschiedlichen Waffen töten. Nein! Okay, wisst ihr was? Change Loadout. Loadout 1. Gehen wir einfach unsere Hauptwaffe ein bisschen durch. Wieso ist der nicht explodiert? Oh. Okay, unser Equalizer ist ready. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist ganz cool, finde ich. War das eine ballistische Waffe? Man weiß es nicht. Boah, Peter geht ab, Junge! Enemy UAV in your vicinity. Okay, der Spaß ist vorbei. Aber das war cool. So, guck mal, wir haben sogar eine EOW. Wie geil ist das? Oh. Habe ich den gekillt? Bin mir nicht sicher. Oh, da kommen jetzt viele Gegner. Nein, 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 nein. Ach du kleiner Mieser-Penner. Nee. And 5 kills with a ballistic weapon. Okay, wir haben einen Kill. Oh Gott. Der Granate wirft, stirbt. Da sind sie jetzt. Oh nein, ein Schlag reicht nicht. Ich wollte ihm so geil noch so einen mitgeben. Okay, jetzt haben wir schon zwei Leute mit dieser Weapon gekillt. Mit der ballistic weapon. Kann ich da oben hoch? Safe. Aber hier ist kein Schwanz. Okay, wo seid ihr, Lutscher? Ich will euch alle ficken. Ja, warte. Oh, ich habe Equipment destroyed. Ich dachte kurz, ich hätte einen gekillt. Schön wäre es. Oh. Zumindest einen noch mitgenommen. Habe ich hier eine Secondary? Ja. Okay, hinter uns ist einer. Ich habe das Gefühl, dass bei diesen Public Matches, also das ist jetzt das zweite, was ich spiele, ja, aber es ist durchgehend immer UAV an, irgendwie. Irgendjemand hat immer ein UAV. Oh Gott. Einen noch, dann haben wir die Mission erfüllt. Und dann switchen wir nochmal auf eine andere Waffe. Oh. Bist du ein Gegner? Ja, du bist ein Gegner. Holy shit. Habe ich gerade irgendein... Ich bin mir nicht sicher. Ob ich gerade irgendwas Spezielles eingeschaltet habe oder irgendeinen Buff bekommen habe oder wie auch immer, was da gerade passiert ist. Aber mit allem Mann auf einen, der arme Junge. Okay, Change Loadout machen wir doch mal. Damn. Ach, guck mal, jetzt haben wir oben 10 Kills with the Ballistic Weapon. Klar, jetzt ist der Equalizer wieder am Start. Oh, wow! Ah, ich weiß jetzt, was das um mich... Oh, das ist nice. Ich weiß jetzt, was das um mich rum war, tatsächlich. Das war mein Boost-Programm. Weil ich Leute gekillt habe, werde ich ja schneller. Das ist mein Rig-Trade. War das gerade ein Lag oder war das gerade ein Lag, Freunde? Das ist doch Bullshit. Okay, Team Deathmatch. Ist Call of Duty Team Deathmatch, würde ich sagen.
Also, die Call of Duty Pros unter euch werden das natürlich besser einschätzen können. Aber ich sehe den Unterschied zu Black Ops und Feeling jetzt nicht so extrem. Okay, wir haben fast gekackt. Wie war ich? Loh, ich war besser aus dem Team mit 18-22. Oh, wie knubbelig! Wobei, naja, bei Team Deathmatch ist es halt schon wichtiger, eine gute KD zu haben. So, ich spiele es übrigens alleine, weil wir am Wochenende und die sind alle unterwegs, alle anderen. Ich bin komplett alleine. Vielleicht schauen wir in die Beta nochmal mit allem Mann rein. Aber das war mein erster Einblick in die Beta oder den Multiplayer-Modus von Call of Duty Infinite Warfare. Oh, guck mal, jetzt gucken wir uns noch kurz an, was wir bekommen. Durch den Mission Team. Okay, und einen Key haben wir bekommen. Anderthalb sogar schon fast. Also, und halt ein Assault Rifle haben wir freigeschaltet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt diese Mission-Sachen bringen. Die bringen, glaube ich, primär XP einfach. Ganz normal XP. So. Wie gesagt, das war der erste Einblick in die Beta von Call of Duty Infinite Warfare. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.